Guten Tag, ihr lieben Herzmenschen hier in Berlin. Die Macht des Himmels ist mit uns, die Sonne scheint für uns. Ich möchte erstmal ein paar Sekunden an alle Menschen denken, die unter dieser Krankheit, unter dem, was hier passiert, unter den Entscheidungen, die getroffen werden über uns, leiden, denken. Ich möchte auch an die Menschen denken, die erkrankt sind oder die sogar gestorben sind. Ich möchte an die Menschen denken, die vielleicht auch geimpft worden sind, gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, die unter den Masken leiden, unter die an psychischen Belastungen leiden. Kinder, alte Menschen, viele Menschen, die damit nicht klarkommen. Und ich möchte euch ein paar Sekunden bitten, ruhig zu sein und an alle Menschen zu denken, die leiden. Vielen Dank. Es geht um Emotionen. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir sind Menschen, die auch menschliche Regungen zeigen. Und ich bin ja noch Polizist, ich bin im Suspendierungsverfahren, also noch nicht entfernt aus dem Dienst. Insofern möchte ich auch als Polizist sprechen und auch für die Polizisten sprechen, die hier sind. Ich sehe Bilder und Medienberichte und es geht um freie Meinungsäußerung. Es geht um das Zeichen der Polizistin, die in Kassel ein Herz gezeigt hat, als auf einem Schild, auf einem Transparent einer Demonstrantin für Kinderrechte etwas stand und sie sich damit identifiziert hat. Es geht darum, dass Kollegen Demonstranten die Hand geben im Vorbeigehen, weil sie vielleicht auch zweifeln oder weil sie auch diese Meinung haben. Und diesen Kollegen wird vorgehalten, ihr Neutralitätsgebot zu verletzen. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, wird gesagt. Aber wenn diese Polizisten Emotionen zeigen, menschliche Regungen zeigen, dann wird das zum Anlass genommen, sie in den Medien zu zerreißen und sie werden in der heutigen Zeit mit Disziplinarverfahren oder mit anderen Verfahren überzogen und verfolgt. Das finde ich sehr schändlich in einem Land, was für Demokratie steht, wo es um Menschlichkeit geht. Und aus meiner Sicht ist Ostern das Fest der Auferstehung. Für mich ist das Wichtigste, dass unsere Grundrechte und die Menschenrechte wieder auferstehen. Ja, es hat sich was verändert. Es hat sich was verändert in vielen Augen der Polizisten. Und das hat Thorsten schon gesagt. Man sieht Regungen in den Augen der Polizisten. Und viele fangen vielleicht etwas später an zu denken oder zu zweifeln, weil sie in diesem Apparat gefangen sind. Ich selbst habe ja am 1.4. jetzt auch mein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Was heißt gefeiert? Eigentlich nicht gefeiert. Und ich habe es auch auf meinem Telegram-Kanal geschrieben. Zurzeit bin ich froh, nicht geehrt zu werden von der Polizei, weil ich mich mit vielen Dingen, die hier passieren, einfach nicht mehr identifizieren kann. Ich glaube aber auch wahrzunehmen, dass sich in den Reihen der Polizei eine Situation entwickelt, wo viele Menschen nicht nur zweifeln, sondern wo sie wissen, dass sie Dinge durchsetzen müssen, die gegen die Menschen sind. Und das wird keinen Bestand auf Dauer haben. Es wird an dem Tag vorbei sein, wo entweder die Menschen aufstehen und einfach nicht mehr mitmachen, weil es so viele Menschen sind, dass man sie nicht mehr unterdrücken kann. Und ich glaube nicht, dass in diesem System die Polizisten oder Soldaten auf das eigene Volk schießen. Das glaube ich einfach nicht, denn das sind auch Menschen mit Herz. Sie werden es nicht tun. Es gibt Zweifler, aber sie werden es nicht tun. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wir können auch nur das Ziel erreichen, was wir alle gemeinsam haben, wenn wir in allen Fraktionen, wie es hier schon der Fall ist, vereint stehen. Wir müssen Schulter an Schulter stehen, egal ob jemand die gleiche Meinung hat, eine andere Meinung hat als wir oder ob er politisch rechts oder links ist oder ob er eine andere Auffassung hat zu bestimmten Themen. Aber wichtig ist, wir werden unser System nur verändern, wenn wir gemeinsam im Schulterschluss für die gleiche Sache kämpfen. Und kämpfen meine ich friedlich kämpfen. Wir werden uns einfach nicht unterbringen oder unterordnen und wir werden weiterhin diesen Widerstand auf der Straße zeigen.
Und wir werden in der Masse, wenn ich mir das angucke, wie viele Menschen hier sind, dann sage ich, es wird ein warmer Sommer. Und wir werden diesen Sommer, das ist meine feste Überzeugung, dieses politische Haus da drüben verändern. Sollte. Sollte es sich noch bis zum Herbst ziehen und es wird zu Wahlen kommen, dann werden wir auf dem demokratischen Weg über die Wahlen etwas verändern. Denn die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind mit dem, was hier passiert, nicht zufrieden. Sie sind nicht nur mit der wirtschaftlichen Situation, sondern sie sind auch mit den Entscheidungen in Bezug auf dieses Corona-Thema nicht zufrieden. Und sie werden eine andere Wahl treffen. Und so kann man Wahlen nicht manipulieren, dass sich diese Meinung, die im deutschen Volk mittlerweile herrscht, nicht durchsetzen wird. Das wird nicht der Fall sein. Sie werden es höchstens verschleppen können, aber sie werden es auf Dauer definitiv nicht durchhalten. Ich bin auch manchmal ins Zweifeln gekommen, wenn es um Demokratie geht. Und mit meinem Verständnis von Demokratie habe ich eigentlich jetzt erstmal, wenn man sich deutlich damit auseinandersetzt, wahrgenommen, dass ich das Gefühl habe, hatten wir schon mal eine Demokratie? Hatten wir wirklich schon mal eine Demokratie? Wir hatten Wahlen, aber eine Demokratie, wo der Wille des Volkes durchgesetzt worden ist, habe ich selbst so nicht gespürt. Ich nehme das nicht wahr. Und wenn ich mir die Veränderungen angucke, die sich in meinem Lebenswerk hier vollzogen haben, dann frage ich mich, was hat die Politik bewirkt zum Wohle der Menschen? Was hat sie bewirkt? Hat sie etwas im Bereich des Bildungswesens getan? Schulwesen, im Bereich der Krankenhäuser, der Altenheime. Auf den Straßen sind Schlaglöcher so groß, dass da drinnen Waschbären sich waschen können. Ja, es macht keinen Spaß mehr, Auto zu fahren oder Motorrad zu fahren. Und die ganze Infrastruktur verrottet hier vor sich hin. Und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen souverän werden, das ist ein ganz wichtiges Wort. Wir müssen als Menschen souverän werden und wir müssen als Volk souverän werden. Wir müssen wegkommen von einer europäischen Diktatur, die wir niemals gewählt haben. Menschen können auch friedlich nebeneinander herleben als Nachbarn, ohne dass sie sich in solche Systeme einfügen, die von oben aufgestülpt sind und vorschreiben, ja, womit man sich selbst nicht identifizieren kann. Als ich vorhin hier stand, hat mich jemand angesprochen, den möchte ich jetzt mal kurz auf die Bühne bitten. Das ist Peter Schneeweiß, der mir eine Geschichte erzählt hat, die mir ins Herz gegangen ist. Peter, kommst du mal bitte hoch. Ich übergebe mal das Mikrofon. Also dazu muss ich erst mal sagen, ich bin kein Sprecher, aber ich möchte eine Geschichte erzählen. Und die ist von meinem Vater. Mein Vater war Polizist gewesen und er sagte, kurz bevor er Selbstmord machte, in meiner Jugend haben mich die Nazis belogen, später die Kommunisten. Also Peter, traue keinen Politikern oder Lügnern. Und unter den Umständen bin ich groß geworden, damals. Bin in der DDR groß geworden und wichtig ist dabei, Leute, ihr habt alle, ich sage mal, das höchste Wesen auch in euch. Ihr könnt selbst euer Leben bestimmen und da müssen wir wieder hinkommen. Nicht fremdbestimmt zu sein, in irgendeiner Weise. Ja. Dankeschön, Peter. Wir müssen als Menschenfamilie zusammenstehen. Wir müssen für die Schwachen da sein. Und es geht darum, dass viele Menschen mit bestimmten Dingen, die sie belasten, einfach nicht klarkommen. Und auch die Suizidraten in der Polizei sind hoch. Das kann man nicht wegreden oder wegleugnen. Ich denke auch, dass viele Menschen vielleicht zweifeln. Aber hört auf zu zweifeln. Und ich habe in meinem Büro, was ich ja nicht mehr betreten darf, an der Wand eine Postkarte hängen. Da habe ich jeden Morgen drauf geguckt. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Denn positive Gedanken werden zu positiver Energie und diese positive Energie wird die Welt verändern. Auf dieser Postkarte steht, denke positiv oder gar nicht.
Ich wünsche euch einen schönen Tag hier in Berlin mit tollen Rednern. Und wir schaffen das gemeinsam. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Frieden, Freiheit, Demokratie.